Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Tauchvideo mit eurem Olli. Nach einer ausgiebigen Pause und einem sehr leckeren Mittagessen geht es jetzt gut gestärkt zum dritten Tauchgang am zweiten Tauchtag hier vor Bunker Island. Das wunderschöne Sabora 2 Riff liegt nur wenige Bootsminuten von unserem Tauchresort entfernt. Hier ist es jetzt 3 Uhr nachmittags. Es sind ein paar Wolken aufgezogen und die Sonne steht nicht mehr so ganz optimal. Trotz allem gab es aber sehr viel Interessantes zu sehen. Also genießt das Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. In diesem Knotenfächer sehen wir gleich 2 winzig kleine Pygmäenseepferdchen. Da sie ihre Textur und Farbe an den Knotenfächer anpassen, sich wirklich nicht viel bewegen und der GoPro im Nahbereich leider Grenzen gesetzt sind, muss man schon genau hinschauen, um sie zu erkennen. Mit ihrer Maximalgröße von gerade mal 2 cm gehören sie zu den kleinsten Seepferdchen der Welt. Hier sehen wir ein wahres Meisterwerk der Evolution. Dieser wunderschöne Clownfangschreckenkrebs verfügt über die weit entwickeltsten Augen der Welt. Jedes seiner 3 geteilten Facettenaugen verfügt über 10.000 Einzelaugen, die sogenannten Omnatidien. Und da er sie einzeln voneinander steuern kann, hat er praktisch zu jedem Zeitpunkt eine 360 Grad Rundumsicht. Mit ihnen kann er nicht nur zwischen 100.000 Farben unterscheiden, sondern kann auch ultraviolettes und polarisiertes Licht erkennen. Er ist das einzige bisher bekannte Lebewesen, das sowohl lineares als auch zirkulares polarisiertes Licht erkennen kann. Diesem kleinen Kerl entgeht nichts. Sie sind wirklich sehr intelligent und, wie man hier schön sehen kann, auch sehr neugierig. Aber die Augen sind noch lange nicht alles, was dieser kleine Kerl zu bieten hat.
Im Moment sind ca. 400 Arten von Fangschrecken bekannt, die sich in zwei Familien aufteilen. Die Schmetterer und die Späher. Unser Kollege gehört zu den Schmetterern, bei denen sich das erste Laufbeinpaar zu Keulen entwickelt hat. Diese Keulen haben zudem ein Scharnier, mit dem der Fangschreckenkrebs blitzschnell zuschlagen kann. Hiermit zertrümmert er Muscheln, Seeigel oder Krebse. Die Schlagkraft kann man im Größenvergleich ungefähr mit einem Schwergewichtsboxer vergleichen. Der Schlag eines Fangschreckenkrebses ist 40 mal schneller als der Augenlidschlag eines Menschen. Also rundgerechnet 80 Meter pro Sekunde. Die Geschwindigkeit ist so hoch, dass sich bei der Bewegung zwischen dem Opfer und der Keule Gasbläschen bilden, die beim Aufprall explodieren und die Schlagkraft um ein Vielfaches erhöhen. Ein mies gelaunter Fangschreckenkrebs könnte einem Taucher die Maske mit einem Schlag zertrümmern. Also sollte man einen gewissen Respektsabstand wahren. Sie können sich zudem blitzschnell um die eigene Achse drehen und verfügen dank ihres fächerartigen Schwanzes über einen blitzschnellen Katapultstart. Dieser kleine Freund gehört zu der größten Art und kann bis zu 30 cm groß werden. Also ein hochentwickelter kleiner Kraftzwerg.
Thank you.
Auch der schönste Tauchgang findet leider auch mal ein Ende und dieser 75-minütige, total entspannte und wunderschöne Tauchgang rundet unseren ersten Tauchtag hier in Bangka wundervoll ab. Im nächsten Video geht es dann nach Chahanung 1, wo ich ein absolutes Highlight vor die Kamera bekommen habe. Wer also etwas sehen möchte, was so noch nie gefilmt wurde, sollte auf jeden Fall einschalten. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Freue mich wie immer über Likes, nette Kommentare und den ein oder anderen neuen Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin und gut Luft, euer Olli.